Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 mit dem Max im Stroheinsammelwagen, Ladewagen von Lindner. Nein, von wem ist der? Güldner, Lindner? Güldner, glaube ich. Guck gleich mal. Ich bin steht ihr daneben drauf, irgendwo? Ja, ne, Bucher. Bucher ist es, genau. Boah, ich bin hier voll. Und ja, wir haben vorher im Bad, habe ich geredet, wegen Kühe. Weil ich hätte gern vielleicht, dass wir die Kühe doch irgendwie ein bisschen einsetzen, weil ein bisschen was... Bringen sie schon. Nein, nicht wegen dem Bringen. Ich finde es halt, dass man eigentlich ein bisschen auch was anderes noch zusätzlich zu tun hat. Ja. Das Problem ist nur, man braucht halt eigentlich ein Grasfeld. Da ich sage, ich tue nicht das Gras sozusagen von den Rändern abernten. Ja, ist klar. Ich finde das ein bisschen blöd. Halt, man müsste zumindest warten, bis man ein zweites Feld oder sowas hat. Ja, und da wird schon ein kleines, würde ich sagen. Ja. Das kleinste. Das wäre dann theoretisch. Die 4 und 5 oder sowas sind das. 5, glaube ich. 5 oder 6. Ah, 5 und 6, genau, sind die kleinen. So, und wie soll ich da jetzt drehen? Ach Gott. Ja, ich weiß nicht, ich habe da jetzt gerade Platzprobleme auf dem Feld gerade noch. Ich muss jetzt erstmal abfahren. Ja, ich weiß. Du bist mir eh nicht im Weg. Ja, geht's. Das Korn ist mir im Weg. Na da. Bis runter, müssen wir bis zurückschieben am besten. Mhm. Wäre am sinnvollsten, einfach nur die ganze Zeit rückwärts fahren. Ja. Aber das Schlimme ist, du bist im Nebel, musst du, ich bin, der Anhänger ist auch gleich wieder voll. Ja, ich weiß. Halt eine Ladung. Gleich. Ja, ich glaube. Sagst du ungefähr, wenn du 50% voll bist, da brauche ich den dann. Tanke ich dich ab und fahr gleich ab. So. Ja, du kannst mich eigentlich beim Hochfahren nachher abtanken. Das müsste ich hinausgehen, wenn du zurückkommst, circa schätze ich. Ja, okay, fahr ich jetzt, kippe ich hier fix ab und. Ja, ich brauche jetzt eher mal abtanken, weißt du, 50. Ja, ist klar. Ah, ich verdiene Geld. Ja, ja. Die jetzt Millionen kommen auf das Konto. Ja, nochmal zu den Kühen zurück. Es wäre halt interessant, wenn wir Kühe machen, nur das Problem ist wirklich, dass man das Gras, würde ich wenden, nur mit einem Feld und da wäre 5 oder 6 interessant. Ja, ich kann ja mal zum Hof dann fix, wenn ich dich abgefahren habe. Na, bringt, das am Hof ist ja nicht, das ist ja bei Händler. Zum Händler. Ja, ich habe mal gesehen, das sind 50.000 oder so, was habe ich das letztens geschaut. Halt ja, eh nicht so teuer. Das teuerste war Feld 2, weil es das größte ist. Ja, 300.000 oder so, irgendwas war das. Ja, ganz schön heftig. Und ja, aber wir müssen das halt, ich hätte das gleich schon irgendwie, aber wenn dann mit Gras anbauen und dann würde ich aber auch Ballen pressen und da hätte ich mal, da gibt es ein paar, weiß nicht, entweder eine Modpresse, dass man kleine Ballen hat, einfach für Stroh, weil man kann auch die kleinen Ballen in den Schredder sozusagen reinhauen. Ja. Fährst du schon wieder oder tankst du noch ab? Ich bin schon wieder unterwegs. Ja, gut. Weil du kannst schon hochfahren. Ja, nein, ich fahr hier gleich. Du kannst eigentlich jetzt umsteigen nach und wahrscheinlich mir ab. Nein, ich brauche ein bisschen länger fast. Ja, nein, ich fahr hier noch die drei Körner. Drei Strohhalme hier noch. Ja, fahr nachher irgendwie bis glaubst. Du hast aber du hast nicht eingeschalten. Ja, nicht, deswegen geht das ja nicht voll. Ich will nicht fahren. Ich denke mir, er fährt drüber, es fährt drüber, aber es tut sich nichts. Naja, kann ja mal passieren. So. Weil dann können wir auch, okay, Gülle wird nachher ein bisschen schon zu teuer, aber da gibt es auch halbwegs kleine Technik, wo man einsetzen könnte, ja. Gerade für den Anfang ein bisschen. Und ich hätte nicht auf so, weiß nicht, ich hätte nicht auf 50 Kühe gehen, aber so auf, weiß nicht, 15 bis 20 oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man das bewirtschaften könnte, auch mit so einem kleinen Feld noch. Ja, klar. Zumindest in den LS sind echt nicht mehr. So. Ich hoffe, ich kann jetzt 180. Ja, es wird knapp. So, und dann rein mit dir wieder. Weil, ja, die nächsten Anschaffungen sind auf jeden Fall irgendwie ein neuer Trecker, aber. Oder Feld wäre ja, auch interessant. Ich aufpassen, dass ich dich hier nicht ramme. Ja, da ist aber eigentlich eh genug Luft. Ja, aber. Also, du hast ja Decks auch noch ein bisschen. Ja, das ist das Problem. Sonst fahr du mit dem Drescher und ich tue dich ab. Nee, geht schon. Ich muss mir nur die Fahrstufe jetzt mal kurz einstellen, dass ich ein bisschen aufholen habe. Ich fahr 9 km/h, genau. Jo. Langsam. Ich mach das mit der Hand meistens abtanken, weil das ist, das geht mir am... Ja, es ist aber unter Lexus, das mit Spiel.
Nein, ich bleib oben nachher stehen. Fahr ein bisschen weg von mir. Du hebst mich auf. Ja, ich bin schon dabei. Geht's wieder, oder? Ja, ich glaube. Nein, naja, heute ist es extrem gleich mit den Lecks. Gegenüber die letzten Mal, ich weiß nicht, wie es da war. Da war es perfekt, er hat überhaupt nichts geliebt. Na, jetzt fahr doch mal ein bisschen schneller, meiner. Ja, bleib am Ende, fahr einfach zum Ende hin. Ist sinnvoller, dank mir da ab. Du wirst zwar nicht voll werden, ganz, schätze ich. Ich habe jetzt noch 3,5 drin, kriegst du noch rein. Nein, ich habe 3 drinnen nur. Dann fahren wir die kurze Seite, bleib da stehen, fahr noch ein Stück vor. Dann fahren wir die kurze Seite noch einmal rüber. Warte mal, ich schau, dass ich da vorbeikomme. Da hinten am Ende warte ich oder wie? Am Ende des Feldes. Also da musst du, ja, du kannst eh umdrehen nachher, das ist schon breit genug. Ja. Stellt sich halt so gleich hin oder drehst gleich um. Das leckt gerade gar nicht. Ja, vielleicht, es kann auch sein, dass jetzt wieder geht nachher, halt nach einer Zeit. Das ist bei mir ab und zu, dass später, ich weiß nicht, wie spät wir jetzt haben, 20 Uhr herum werden wir haben. Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Warte mal, um 7. Ja, wir haben um 6 angefangen. So. Müsst ja noch ein Stück rüberfahren, ne, gerade so gut. Ja doch, ein Stückchen. Geht so, ja. Ja klar, ist ja voll. So, ich weiß nicht, ob du alles von mir noch reinbekommst, wahrscheinlich eh nicht. Noch 4 Tonnen, ne, 3 Tonnen. Nein, ich habe 2,7 nur mehr drinnen gehabt. Halt, es wird knapp werden. Jetzt krieg ich noch 2,5 Tonnen rein. Ja, wird wirklich, das wird. Okay, dann fahrst du einfach trotzdem, weil. Ja. Was mir ja, auf der Map. Was mir nicht taugt ist bei der Map, ist der laute Zug. Der ist so extrem laut. Ja. Aber was ich gut finde, dass man die gleichzeitig hört. Also ja. Was, du siehst ihn auch gleichzeitig fahren wie ich? Ja, der ist jetzt gerade hier vorbei. Das wundert mich, weil das war ja bei keiner Map dabei so. Vergiss nachher nicht, die Plane drüber zu legen. Da war Abfahren. Das war welche Taste? Ich habe keine Ahnung, Nummer 7 oder sowas. Plane. Achso, muss ich schon auswählen hier. Also. 9. Ja, ich habe noch. 5% krieg ich noch rein, also 800. Ja, es 700. Wird knapp werden. Es wird. Halt, ich wird auf jeden Fall 500. Leer, glaube ich. Ja, ich bin 450, wo du 500 gesagt hast. Ja, jetzt habe ich 5,7. So. Ich bin leer. Gut. Ich habe noch. Ne, was? 36 hab ich reingekriegt. Ja. Numpet 9. Ach, eine Taste 9 nur. Scheiße. Ja, gut. So, na, no. Denk mal gerade, wieso fahrt der nur zu Stufe 2, was ist da schon wieder los? Habe ich die falsche Fahrtaste erwischt, der Kommandstufe. Ja. Okay. Hast du den Gewicht gehoben? Nicht so wie letztens? Ja, ist schon. Ich habe keine Angst. Naja, sonst ist die Fronthydraulik bald kaputt. Ach, du musst das abkühlen. Okay, meinst beim neuen muss er das muss funktionieren. Muss eine Weile halten, ja. Wow. Na, ist der Milchwagen kommen? Nein, nee, noch nicht. Okay, ich hätte gehabt. Noch nicht. Der wird jetzt nicht abgeholt, ich habe die Kurve gerade nicht so ganz. Also gesteckt. Stimmt, der kommt ja um 7 und um 7 oder sowas. Vor allem, wenn ich in Cockpit-Ansicht fahre, habe ich 50 FPS. Also 50 Millisekunden. Dann lasse ich jetzt mal hier so drin. Ja, das meiste, ich fahre jetzt auch das meiste in Cockpit-Ansicht. Ich muss sagen, das meiste kann man bei den Maschinen eh noch in Cockpit-Ansicht machen. Ja, ne, da ist bei mir keine Lex und nix, woran das jetzt liegt. Na, das ist die Cockpit-Ansicht, das gibt's bei den, das kenne ich. Weiß nicht, das ist irgendwas beim Netcode ein bisschen komisch geschrieben. Aber ja, keine Ahnung. Es ist meine Performance heute überhaupt nicht gut. Weil das habe ich auch vorher beim Hochladen gemerkt. Ich habe nur mit 900 oder 1,2 MB. Der lädt ganz schön langsam ab, finde ich. Ey. Was? So, es ist nur die kleine Klappe, na toll. Bei mir lädt er gerade nur durch die kleine Klappe ab. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich da nicht den Allseiten-Kipp-Mod angib noch. Doppeltipp. Ne, ja. Da, wo du es auswählen kannst. Ja, ja. Weil dann kannst du sagen. Jetzt gerade kippt er nur durch das kleine Loch, also hier durch den Schieber. Ja. Deswegen dauert das jetzt ganz schön lange. Bist du bestimmt wieder voll, wenn ich da bin. 60 habe ich. Ja gut, das könnte sich ausgehen. Ich fahre jetzt, ich habe noch 4 Tonnen drin. 3. So, und jetzt können wir noch eine Insel anfangen. Oi. Eine. Ja, ich
bin. Es wird jetzt nachher. Null. Ja, das kann ich eigentlich jetzt schon sagen, weil es müsste eigentlich die Vorstellung jetzt nachher schon kommen. Beim Dr. X, ich weiß nicht, dir sagt das sicher was, der auch beim Megaprojekt mit war, wird es eine Landwirtschaftssimulator-Olympiade geben. Vermutlich am Freitag oder Samstag nach Ostern, halt nach dem Ostermontag. Weiß nicht, 25. oder sowas müsste das sein. Natürlich nicht mehr, also ja, ist eh klar, da ist eh schon April, bis der Bart rauskommt. Ist eh egal. Halt beim 25. Und wahrscheinlich würde ich da mitmachen. Ob ich jetzt als Kameramann bzw. Leiter mitmache, halt als Schiedsrichter oder als Teilnehmer, bin ich mir noch nicht sicher. Halt, beziehungsweise, wo bist du? Ich bin am Feld. Ja, wo? Der ganz hier oben, ganz hier oben. Soll ich zu dir fahren? Ja, das ist relativ voll. Ja, ja, da wird es die Olympiade geben, halt mit verschiedensten Disziplinen. Es wird auch von ihm noch ein Vorstellungsvideo geben. Und da wird es auch sein, dass man sozusagen, wenn ich als Teilnehmer mit bin, brauche ich einen zweiten Mann. Und da weiß ich jetzt noch nicht, wem ich genau nehme, aber ich habe auch an dich gedacht, Max. Es wird da ziemlich eine Gaude werden, halt es ist nicht ein Landwirtschaftssimulator abstellen. Ach so, ja. Ja, ich wollte den eh gleich wieder wegfahren, weil ich muss ja vorher. Ah, okay. Es wird zwar nicht Landwirtschaftssimulator normal sein, sozusagen irgendwas dreschen oder sonst irgendwas, sondern ja, zum Beispiel mit Weide, warte mal, was haben sie da mit den Güldner Frontladern, eh den, was wir hier auch haben, Fußball spielen. Okay. Halt, da gibt es auf der Map gibt's so zwei Tore, da gibt es noch einen Strohballen in der Mitte, sozusagen Winter. Zwei gegen zwei und dann wird Fußball gespielt. Ach du Scheiße. Dann gibt es Radlader-Wrestling, Tag Team Wrestling. Okay, ja, das habe ich schon mal gesehen. So in, also wie das ungefähr gehen soll. Und so in so lustigen Video. Ja, einige andere Dinge noch. Und das könnt, und da kommen auch ein paar bekanntere wahrscheinlich dazu. Halt ein Harald Frenkel könnte sein, das mitmacht. Hat er ziemlich Lust drauf. Dann ein Heini hat Lust drauf. Okay. Ja, es wird halt eine große Partie werden. Es wird ein, das wird live gestreamt und kann wieder von den Einzelnen aufgenommen nachher. Bin gespannt, wie das ablaufen wird und ich hoffe, es geht sich bei mir zeitlich aus, weil ich das gerne mitmachen. Ja, ich auch eigentlich. Und das wird die Mordsgaude, glaube ich, weil das wird so richtig. Ja, bestimmt. Wenn da, richtig weiß nicht, real. 16 Let's Play oder sagen wir so 8 Let's Player plus Anhang auf einem TS sind, beziehungsweise. Ganz schön was los. Ja, und da fällt die Klappe nur so hinunter oder was, oder es wird dann, weiß nicht, in extra Channels sozusagen die Aufgaben absolviert, das habe ich keine Ahnung, wie das der Doc machen will. Aber ich glaube, das wird einfach nur genial. Halt. Wird lustig. Da kann schon einiges draus werden und es wird zwar nur nachher, weiß nicht, es wird so 2 bis 4 Stunden dauern, ist geplant. Ja, klar. Und offen jeden nachher, halt wer will, kann aufzeichnen, wer nicht will, auch nicht. Aber ich glaube, dass das schon eine coole Reichweite geben wird. Wenn wir sozusagen nachher alle miteinander zusammen sind und weil du einfach doch, weiß nicht, 8 Let's Play oder 10 Let's Play oder 12 Let's Play oder was, keine Ahnung wie viel nachher hast, die sozusagen auch ein bisschen eine Reichweite haben und die nachher irgendwie verlinken und so weiter und dann wird das bei jedem geschaut. Gleich, das ist schon genial. Und es wird die Disziplin für die halt sozusagen davor bekannt gegeben und man kann üben, wenn man will, man muss nicht üben. Ja, gibt so diverseste Sachen. Und ich habe mir schon überlegt, ich wird da richtig üben ein bisschen auch und dann ein paar Tricks anwenden. Man darf sich auch aussuchen, ob man mit Lenkrad spielt oder ob man mit Tastatur oder mit Gamepad oder sonst irgendwas, ist komplett egal, das kann sich jeder. Okay. Und zum Beispiel eine Disziplin ist auch mit Weidemann eine Palette von A nach B führen. Mit der Tetra. Was? Nein. Standard. Na toll. Das bedeutet, wenn du da einen dabei hast, der mit dem Lenkrad spielt, hat er normalerweise die ist automatisch gewonnen, die Disziplin. Ja. Und da habe ich mir schon überlegt, ob ich nicht einfach für die Disziplin nachher mein Lenkrad raushole. Nur für die eine. Ja, weil bei zum Beispiel bei Wrestling mit den Knicklenkern ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn der schnell einschlagen kann und so herumwuseln. Weil da kriegst du ihn gleich leichter auf die Matte oder umgelegt oder blockiert oder sonst irgendwas. Kann ja passieren.
Und da bin ich schon gespannt und ich hoffe, dass ich da Zeit habe. Und ja, wem ich dazu nehmen wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht dich, vielleicht dann Nico, der Guten wird auch mitmachen. Ja, macht dann Nico bestimmt den Guten mit, habe ich das Gefühl. Ja, es gibt den Marci auch noch, der beim Guten oft ist und so weiter. Halt, da gibt's einige, die da in Frage kommen. Und ja, einfach mal schauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, weil diese ist schon wieder zu Ende. Ciao, Leute. Ja, tschö.